Moin und damit herzlich willkommen zur achten NFL-Saison, nämlich zur NFL-Saison 1927. Und das ist die Saison, die als Battle Royale in die Geschichte eingehen sollte, denn insgesamt wurde die Liga von 22 auf 12 Teams reduziert. Das heißt, fast die Hälfte aller Teams wurden einfach mal ausgelöscht. Und warum, wieso, weshalb, das schauen wir uns in diesem Video an. Gehen wir erstmal nach und nach durch, welche Teams es nicht in die neue Saison geschafft haben. Und das sind die Kansas City Cowboys, die Los Angeles Buccaneers, die Detroit Panthers, die Hartford Blues, die Brooklyn Nines, die Canton Bulldogs, die Milwaukee Badgers, die Akron Indians, die Racine Tornadoes, Columbus Tigers, die Hammond Bros und die Louisville Cardinals. Kleiner Callback: Mit den Akron Indians, den Canton Bulldogs und den Hammond Bros verließen ganze drei Gründungsteams die NFL. Die haben ja damals 1920 die Liga, die damals noch APFA hieß, mitbegründet. Und die Akron Bros, die jetzt Akron Indians heißen, waren sogar der erste NFL-Champion überhaupt. Doch warum das Ganze? Und das ist relativ einfach begründet, denn damals die AFL hat starke Konkurrenz gemacht und die hatten ein viel höheres Leistungsniveau. Das heißt, gute Spieler waren damals zentriert auf kleine Gebiete aufgeteilt. Das heißt, es war einfach eine höhere Leistungsdichte. Die NFL, wie damals schon bei 22 Teams, manche Teams haben nicht einen Punkt die Saison geschafft. Deswegen hat man einfach sich dazu entschieden, alle schlechten Teams quasi einfach zu eliminieren. Ciao. Bye, und es sollen nur noch gute Teams sein, was damals wahrscheinlich der richtige Schritt war, denn man wollte wieder guten Football sehen. Nachdem alle schlechten Teams eliminiert waren, hat die NFL noch Geld in die Hand genommen und haben ein ganzes Team von der AFL geklaut. Und zwar die New York Yankees haben quasi einfach die Liga gewechselt. Und zudem hat man auch probiert, möglichst viele gute Spieler aus der AFL mit bisschen Geld abzuwerben. Zudem kehrten noch die Cleveland Bulldogs aus der Versenkung zurück und so war die Liga wieder auf 12 aufgefüllt. Und das waren die Buffalo Bisons, die Cleveland Bulldogs, die Dayton Triangles, die Duluth Eskimos, das war ein Traveling Team, das heißt, sie hatten kein eigenes Heimstadion, die Frankfurt Yellow Jackets, die New York Yankees, die übrigens gar nichts zu tun haben mit den richtigen Yankees aus New York, die Pottsville Maroons und zum Schluss noch die Providence Steamrollers. Damit sind ein Drittel der Teams besetzt mit NFL-Teams, die es heute noch geschafft haben, das heißt, die es heute noch gibt, und zwar die Cardinals, die Bears, die Packers und die Giants. Und überlegt mal, man hätte einfach damals eins von den Teams eliminiert, dann wäre die NFL heute eine ganz andere Liga, zumindest gäbe es andere Franchises. Es war damals schon ein Glücksspiel, dass diese Teams überlebt haben und wir jetzt heutzutage keine Buffalo Bisons mehr haben oder so zum Beispiel. Die Dayton Triangles sind damit einfach das letzte Ohio-Team und wenn man überlegt, dass damals die Liga eigentlich nur um Ohio und um Canton rum gebaut wurde, ist schon sehr überraschend und sie sollten auch das letzte Ohio-Team bis heute bleiben. Mit dem passiert noch was ganz Interessantes die nächsten Saisons, aber dafür müsst ihr dranbleiben, weil da spoilere ich euch nicht. Kleiner Funfact, den ich noch gefunden habe, und zwar stand vor diesem Jahr der Goalpost, wie er auch heute steht, einfach hinter der Endzone, sodass er keinen behindert. Jetzt hat man sich dazu entschieden, um quasi einfach mehr Field Goals, denke ich mal, zu ermöglichen, den nach vorne zu stellen. Und zwar stand der jetzt auf der Endzone drauf, also quasi auf der letzten Linie der Endzone, was völliger Schwachsinn ist, weil theoretisch könnte man ja, anstatt einen Touchdown zu fangen, einfach aus Versehen dagegen laufen. Ist bestimmt auch des Öfteren passiert, ich habe jetzt kein Beispiel gefunden von damals, da war ja auch die Kamerafahrt nicht so gut. Und 1974 wurde dann das wieder zurückgeändert, dass er da steht, wo der auch heute noch steht. Kommen wir jetzt zum Championship-Rennen und das ist sehr interessant, denn drei von den vier NFL-Teams, die ich eben erwähnt habe, die es heute noch gibt, waren auch in diesem Meisterschaftsrennen beteiligt. Die einzigen, die ein bisschen außen vor waren, waren die Cardinals, die ja damals auch in Chicago waren. Und zwar waren während Wochen 7 die Bears 5-0-1, die Giants 6-1-1 und die Packers 5-1-1. Und es fanden dann zwei entscheidende Spiele in New York statt. Und zwar empfingen die Giants die Steamrollers und die Bears empfingen die Yankees. Und die Giants gewannen ihr Heimspiel, während die Bears ihr es verloren haben. Und so wanderten die Giants an den Bears vorbei und sollten erstmal länger an der Spitze bleiben. Die Bears konnten zwar ihren langjährigen und noch bis heute ihren Rivalen, die Packers, besiegen, verloren jedoch an Thanksgiving gegen den Stadtrivalen, die Chicago Cardinals. Schade, dass es heute keine Rivalität mehr ist, aber damals, selbst Stadt, natürlich ist es eine Rivalität. Und das Meisterschaftsrennen wurde dann endgültig am 27. November in New York entschieden. Warum wurde es da entschieden? Und zwar haben die Giants die Bears empfangen, das heißt Tabellenplatz 1 gegen Tabellenplatz 2. Die Giants standen 8-1-1 und die Bears 7-2-1. Das heißt, die Giants waren ein leichter Favorit. Damals war noch direkte Duell auch entscheidend, deswegen mussten die Giants das quasi trotzdem gewinnen. Und legendäre 15.000 Menschen haben es damals ins Stadion der Giants geschafft, und zwar in das legendäre Polo Grounds Stadium. Viel von euch ist vielleicht ein Begriff, wenn ihr das Giants-Franchise-Video gesehen habt. Das Polo Grounds, sehr legendäres Stadion. Und 15.000 Menschen war echt eine dicke Zahl für damals. Das Spiel wiederum war wenig spektakulär und die Giants konnten 13-7 gewinnen. Damit haben sie quasi den ersten Platz gesichert. Keiner konnte denen mehr was anhaben. Sie haben auch kein Spiel mehr verloren. Und die Bears rutschten damit sogar an Platz 3 hinter die Packers. Das heißt, die Reihenfolge war Giants, Packers
Bears. Die Giants-Saison lohnt sich noch etwas genauer anzuschauen, denn aus 13 Spielen kassierte man nur 20 Punkte und blieb ganze 10 Spiele ohne zugelassene Punkte. Und klarer MVP der Giants war der Fullback, Quarterback und Kicker, also Multitasking, alle drei Positionen gleichzeitig gespielt, Jack McBride. Ist natürlich auch klar, dass man dann viele Punkte erzielt, doch der hat ganze 57 der 197 erzielten Punkte quasi selbst gemacht. Und liebe Giants-Fans, das war euer erster Titel, fast 100 Jahre weg und es sollten sogar noch einige kommen. Tja, das war's auch schon und ich finde es echt nice, wie man immer mehr Infos bekommen kann. Also wenn ich jetzt recherchiere, bekomme ich einfach viel mehr Infos, um ein passendes Skript dafür zu schreiben für die Videos. Und so macht es auch mehr Spaß, die Videos, denke ich, zu schauen, einfach wenn man mehr Infos über die Videos bekommt. Und es macht mir auch mehr Spaß, dass jetzt mehr Teams immer in den Vordergrund rücken, die es auch heute noch gibt. Es macht natürlich mir mehr Spaß, wenn ich über die Giants rede. Und ich denke auch für euch ist es besser, wenn man über die Giants redet, als wenn man jetzt darüber redet, dass die Akron Pros ihren Titel gewonnen haben. Wenn man einfach besser einen Bezug zu den Franchise hat, die es natürlich heute noch gibt. Ich finde es auch schade, dass die Hall of Fame erst 1963 ins Leben gerufen wurde, weil sonst hätte ich jetzt schon immer am Ende des Videos noch sagen können, wer in die Hall of Fame gekommen wäre. Aber das mache ich dann, wenn einfach die Zeit dafür gekommen ist. Und sonst gibt es, denke ich, gar nichts mehr zu sagen. Ciao.